sprechen wir nun über ein Thema mit der Überschrift Das Geheimnis erfolgreicher Trader. Wir blicken hier mal über den Tellerrand hinter die Kulissen der Arbeit von Tradern, die nachhaltig erfolgreich sind, und schauen einfach mal, was die machen, um erfolgreich zu sein, was der Weg ist, den jeder Trader auch beschritten hat, vom Beginner dorthin an den Stand, wo auch viele, viele Trader auch hin möchten, was das Ziel, denke ich mal, aller Trader ist, nämlich nachhaltiges Trading und an den Märkten gute Erträge entsprechend zu machen. Auch hier in diesem Webinar natürlich der obligatorische Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Was haben wir heute hier auf der Agenda? Wir sprechen über das Thema, das ist das Geheimnis. Also heißt KISS, keep it simple, plane den Trade und trade den Plan. Hier dann weiter vom ersten Schritt zum Ziel, Wissen versus Erfahrung, Fakten rund ums Trading und die Persönlichkeit. Die Unterpunkte schauen wir uns dann direkt an. Dann schauen wir noch im Bereich des Tradings bei erfolgreichen Tradern den Umgang mit Nachrichten an, und wir blicken auf wichtige Fakten rund ums Risiko. Schauen wir mal auf das Geheimnis erfolgreicher Trader. Das Ganze im Trading ist definitiv keine Raketenwissenschaft. Das heißt, das, was die erfolgreichen Trader machen, ist gar nicht so schwierig, und das kann wirklich auch jeder mit etwas, sage ich mal, mit einer guten Portion an Willenskraft definitiv auch umsetzen. Das heißt, was steht denn hinter jedem erfolgreichen Trader? Das sind unter anderem die Punkte. Es gibt in der Vorbereitung wirklich eine standardisierte Handelsvorbereitung. Da werden im Normalfall zumindest keine Fehler gemacht. Das ist wie so eine Checkliste, die abgearbeitet wird vor jedem Trade, vor dem Handel, wird diese Checkliste Stück für Stück abgearbeitet, und erst wenn alles in der Vorbereitungsliste abgearbeitet ist, dann geht es mit dem Trading los. Das heißt, die haben eine standardisierte Handelsvorbereitung. Als nächstes arbeiten die erfolgreichen Trader mit funktionierenden Handelsstrategien. Und da unterscheidet sich der erfolgreiche Trader ganz, ganz deutlich von Beginnern. Ich erlebe es immer wieder, dass gerade Beginner im Handel versuchen, die eine oder andere Strategie nachzumachen. Das ist ganz normal, und das ist auch absolut richtig, dass man sich an dem, was funktioniert, von anderen orientiert, weil das hilft einem selbst auch erfolgreich zu werden. Wichtig ist an dieser Stelle halt, dass sie aus dem Nachmachen oder aus dem Versuch des Nachmachens dahin gehen, dass sie sagen, was funktioniert bei ihnen und was funktioniert nicht. Weil die Händler, die diese Strategien auch anarbeiten, die haben ja auch mal an einer bestimmten Stelle angefangen und sind dann möglicherweise oder sehr wahrscheinlich an den Punkt gekommen, wo es dann nicht funktioniert hat. Und dann haben die angefangen zu überlegen, was kann ich denn besser machen, dass es bei mir funktioniert, weil bei dem anderen Trader hat es ja auch funktioniert. Und da kommt dann die Individualität in die Handelsstrategie hinein. Und das ist genau der Punkt, wo sich der erfolgreiche Trader dann wirklich abhebt, von seinem Beginnerstadion in den fortgeschrittenen und erfolgreichen Status hineinzukommen, weil er halt seine eigene Strategie baut, und die kennt er im Schlaf, und er weiß ja genau, was er zu tun hat. Dann machen die erfolgreichen Trader im Bereich des Tradings immer und immer das Gleiche. Das heißt, die duplizieren die Sachen, die entsprechend gut funktionieren, nach dem Motto: plane jeden Trade und trade den Plan. Das heißt, wenn Sie in Ihrer Handelsstrategie, in Ihrem Plan stehen haben, Einstieg an der und der Stelle, Absicherung an der und der Stelle, Gewinnmitnahme an der und der Stelle, dann wird dieser Plan rigoros durchgezogen. Punkt. Das Wichtigste ist die Absicherung, und die Gewinnmitnahmen stehen dann auch drin. Das ist der Plan. Und dieser Plan wird an dieser Stelle definitiv auch immer durchgezogen. Und auch noch etwas ganz Wichtiges, das erlebe ich gerade in meiner Zusammenarbeit mit Beginnern bzw. leicht fortgeschrittenen Händlern. Es wird häufig wahnsinnig kompliziert nachgedacht, wie eine Handelsstrategie aussehen kann. Die erfolgreichen Trader, meine Handelsstrategien sind genauso aufgebaut, arbeiten alle nach dem KISS-Prinzip. Die Handelsstrategie muss einfach sein. Je mehr Komponenten in eine solche Handelsstrategie hineinkommen, je komplexer wird diese Strategie. Und das sorgt dann häufig dafür, dass diese sehr komplexen Strategien nur in ganz kleinen, nicht so oft vorkommenden Marktphasen wirklich nachhaltig funktionieren. Und aus diesem Grund, je einfacher Sie Ihre Strategie handeln,
je besser ist das Ganze. Und das macht das Ganze dann auch viel entspannter im Traden, weil wenn Sie wenig zu beachten haben bei Ihrer Handelsstrategie, können Sie auch viel weniger Fehler in der Umsetzung machen und das funktioniert dann entsprechend an dieser Stelle. Schauen wir mal uns den Weg vom Anfang zum Ziel vor. Der Erfolg im Handel kommt immer in mehreren Schritten. Man beginnt zuerst mit dem Aufbau von Wissen. Das ist die sogenannte Theorie. Das ist überall das Gleiche. Wir lernen zuerst die theoretisch wichtigen Dinge und danach kommt das Ganze in die Praxis. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie Ihren Autoführerschein gemacht haben. Erst haben Sie Theorie gelernt, damit Sie die Verkehrsregeln kennen. Und danach oder parallel dazu sind Sie mit dem Wissen aus der Theorie in die Praxis gegangen. Das heißt, wenn Sie sehen, eine rote Ampel ist da, müssen Sie anhalten. Das haben Sie in der Theorie gelernt. Und wenn Sie dann in der Praxis sind und eine Ampel sehen, die rot ist, dann halten Sie an. Zumindest, wenn Sie sich an die Regeln halten. Wenn Sie sich nicht an die Regeln halten, gehen Sie ein Risiko ein. Das kann dann klappen, muss aber nicht. So ist es im Trading auch. Wenn Sie sich nicht an die Regeln halten, kann das eventuell mit Glück klappen, muss es aber nicht. In der Regel geht es schief. Zumindest nachhaltig. So, heißt also, Sie lernen zuerst das Wissen, was Sie zum Traden brauchen. Das heißt, Sie lernen die Märkte in der Theorie kennen, Sie beschäftigen sich mit den Handelsprodukten, Sie beschäftigen sich mit Handelsstrategien, alles, was so dazugehört. Und danach kommt der Transfer der Theorie in die Praxis. Und dieser Transfer bringt dann in der Regel deutlich Bewegung in Ihr Portfolio. Das heißt, Sie sehen das auch hier an dieser Grafik. Am Anfang haben Sie Ihr Konto voll. Der Kapitalstand ist sehr, sehr hoch. Das Wissen, gut, das ist jetzt verglichen mit dem, was Sie am Ende haben, niedriger angesiedelt. Wo genau Sie starten, weiß ich nicht. Deswegen habe ich das mal so gemacht. Diese Wissenskurve ist halt hier unten angesiedelt. So, und dann passiert am Anfang Folgendes. Das Wissen nimmt immer mehr zu. Das heißt, die Wissenskurve steigt sehr, sehr, sehr stark an. Und im gleichen Atemzug, wenn Sie dann beim Wissensaufbau auch schon mit dem Trading beginnen, passiert Folgendes. Die Kapitalkurve im Portfolio, die geht nach unten, weil Sie halt einfach noch Fehler machen. Das ist ganz normal. Das ist auch wie in Ihrem Beruf. Am Anfang haben Sie mehr Fehler gemacht als heute, wo Sie sehr, sehr erfahren in Ihrem Beruf sind. Genauso ist das Ganze im Trading. Das heißt hier, Wissenszunahme massiv nach oben, Kapital nach unten. Es ist jetzt etwas übertrieben dargestellt an dieser Stelle, wobei, ich weiß es nicht, man sagt ja, dass viele, viele Trader oder es ist ja belegt, dass viele, viele Trader sehr viel Geld verlieren in der Anfangsphase und dann irgendwann mit dem Trading aufhören, weil das Konto platt ist. Deswegen ist diese Kurve wahrscheinlich auch gar nicht übertrieben dargestellt. Aber irgendwann kehrt sich dieses Bild um, wenn Sie dabei bleiben. Das heißt, irgendwann kommt es zu dem Punkt, dass die Wissenszunahmekurve abflacht. Das heißt jetzt hier nicht, dass Sie dümmer werden, sondern dass Sie einfach alles gelernt haben, was Sie lernen konnten, was wichtig ist. Und Sie lernen immer, immer weniger dazu. Das heißt, diese Wissenszunahmekurve flacht ab. Und in diesem Moment lernen Sie, mit den Erfahrungen umzugehen, Ihre Fehler zu vermeiden. Und dann fängt der Kapitalstand an zu steigen. Das ist ein Fakt, den ich auch in meinem eigenen Portfolio so beobachtet habe. Das ist einfach ganz normal, weil durch die Erfahrungen lernen Sie den Kapitalmarkt kennen und dann auch entsprechend mit den Strategien hier mit umzugehen. Was ich an dieser Stelle noch sagen möchte, ist, wer von Anfang an mit einem strikten Risikomanagement arbeitet, kann den Rückgang des Portfolios massiv beeinflussen. Das heißt, wenn Sie von Anfang an mit Risikokontrolle arbeiten, und das ist ja ein Punkt, den viele Beginner gar nicht machen, dann werden die Verluste viel, viel, viel kleiner. Und das sorgt dafür dann, dass das Portfolio gar nicht so schlimm beeinträchtigt wird von den Fehlern, die sie am Anfang machen. Schauen wir uns mal ein paar Fakten rund um das Trading an. Im Trading ist es so, das Trading an sich ist ein hochkompetitives Geschäft. Das heißt, hier ist wirklich sehr harte Arbeit, die hier geleistet wird. Und es ist definitiv etwas, das kein Spiel ist. Das heißt, Spielernaturen, die es sich im Trading versuchen, werden häufig langfristig einfach Geld verlieren, weil es ist kein Spiel, sondern es ist ein Geschäft. Das ist ein Businessmodell. Und da geht es einfach darum, im Long-Bereich teurer zu verkaufen, als man eingekauft hat. Und wer das nicht hinkriegt, der dort spielt, der hat da einfach sehr, sehr schlechte Karten, um nachhaltig Gewinne zu machen. Dann ist es so, dass die Kapitalmärkte an sich häufig unverständlich sind. Viele Trader gerade am Anfang versuchen, die Kapitalmärkte zu verstehen. Irgendwie mit Logik das Ganze nachzuvollziehen. Das Problem ist aber einfach, dass unser Gehirn zwar eine Erklärung für das, was passiert ist, haben möchte, aber wer sich das Ganze mal genau anguckt,
Die Erklärung für das Geschehene werden im Nachgang häufig passgenau gefunden. Ja? Also das heißt, es gibt ja am Anfang ganz, ganz viele Möglichkeiten und irgendwann sucht man sich die raus, die am besten auf dieses Szenario passen. Das ist aber keine logische Erklärung dafür, warum das Ganze passiert. Das heißt, Sie können daraus keine Lehren für die Zukunft ziehen, weil wenn Sie das könnten, dann wäre die Börse ja logisch und nachvollziehbar. Ist er aber nicht. Und aus diesem Grund ist es auch ganz gut, wenn Sie sich sagen, an Bereichen der Kapitalmärkten, dass Sie gar nicht erst zu versuchen, das Ganze zu verstehen, sondern dass Sie einfach nur mit den Bewegungen, die am Kapitalmarkt unterwegs sind, an diesen Bewegungen teilhaben, dass Sie sich dort dann Ihre entsprechenden Setups raussuchen und dass Sie sagen, okay, Sie haben von der Nachricht eigentlich was Positives erwartet, dann kam das Negative. Beschäftigen Sie sich an dieser Stelle nicht unbedingt mit dem Grund, warum der Markt das negativ betreut hat, sondern schauen Sie einfach, wie Sie in diese negative Bewegung und dann entsprechend auch reinkommen können oder natürlich umgekehrt. Dann ein weiterer sehr wichtiger Fakt ist im Trading, dass Sie ausgeglichen sind. Das heißt, die Ausgeglichenheit im Trading ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung, dass Sie auch traden mit Erfolgen. Das heißt, wenn Sie, sage ich mal, nicht ausgeglichen sind oder sage ich mal, unerfüllte Bedürfnisse haben und Sie versuchen, sich mit der Börse auszufüllen, Ihre Bedürfnisse zu befriedigen, dann ist die Wall Street sozusagen, wenn man das mal so sagen möchte, ein sehr, sehr schlechter Platz oder es kann ein sehr, sehr teurer Platz werden, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt hier, die Ausgeglichenheit ist etwas ganz, ganz Wichtiges und das ist auch ein großer Unterschied zwischen einem Trader, der erst zu Beginn seiner Karriere steht und jemanden, der schon doch deutlich länger dabei ist und erfolgreich tradet. Es ist einfach so, dass die erfolgreichen Trader viel, viel entspannter sind und ich sehe das ja auch bei mir. Ich will zwar traden, ich hatte früher auch den Drang zu traden und habe versucht, immer zu traden. Mittlerweile ist es so, wenn ich meine Signale nicht da habe, dann ist es einfach so. Dann habe ich auch nicht den Druck zu traden, sondern ich kann meine Erwartungen zurückstellen und kann einfach sagen, okay, der oder der Chart, der braucht jetzt einfach noch eine Weile, um sich zu erholen, beziehungsweise um in eine Situation zu kommen, wo ich das nächste Mal aktiv werden kann. Und dann versuche ich nicht unbedingt diesen Markt zu traden, sondern lehne mich entspannt zurück und sage, okay, ich gebe dem Markt jetzt die Zeit, lass den einfach kommen und wenn es dann soweit sein sollte, wenn der Markt sich wirklich in diese Richtung entwickelt, dann kann ich ja immer noch in meine Position hineingehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Und dann die Psychologie. Ja, die Psychologie ist unheimlich wichtig. Und wir sehen das in den Charts auch immer und immer wieder. Die Psychologie der Massen, die funktioniert wunderbar. Wenn Sie so riesen Spikes sehen, dann wollen alle hinterher. Wenn in der Bild-Zeitung steht oder in irgendwelchen anderen Zeitschriften, kaufen Sie Aktien, dann ist das ganze Thema so breit im Markt gekommen, dass die Märkte wirklich kaufen, kaufen, kaufen. Oder wir hatten das bei dem Bitcoin. Das war ja so ein richtiger Hype gewesen. Die Privatmenschen wurden in den Medien mit Nachrichten zum Bitcoin überflutet, haben gekauft, den nach oben getrieben. Das ist wirklich Psychologie der Massen. Und dann kam dieser Schritt nach unten. Wir können uns den Chart vom Bitcoin ja gerne mal anschauen, damit wir sie mal sehen auf der Uhr, was ich hier entsprechend auch habe. Oh, da nehme ich mal einen sauberen Chart, kleinen Augenblick. Wir ziehen den Bitcoin mal woanders hin. Hier oben ist er. Machen wir mal hier rein. Zack, so. Und dann in den Tageschart. Und da sehen Sie, das war dieser Hype nach oben. Dieser massive Hype, das war Psychologie der Massen, ja. Da ist der Markt einfach reingesprungen wie verrückt. Und dann kam es zur Panik. Schauen Sie sich mal diese massiven Kursverluste auch an. Der Markt wollte einfach und will weiterhin auch Stück für Stück nach unten. Und das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist die Psychologie der Massen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig. Ohne passende Handelsstrategien sind Sie einfach massiv anfällig für Angst, Gier, Hoffnung und Panik. Das sind einfach Emotionen, die unheimlich schwierig sind zu kontrollieren, wenn man nicht weiß, wie und wenn man keine Strategie hat. Aber wenn Sie Ihre Handelsstrategien haben, so what? Dann können Sie zuschauen und sagen, wenn das nicht mein Markt ist, dann bleibt er liegen und ansonsten können Sie traden, wenn Ihr Setup entsprechend auch erfüllt wird. Weitere Fakten. Man versucht ja immer billig in einen Markt hineinzukommen, wenn er beispielsweise long geht. Ich kann Ihnen sagen, es gibt an den Börsen keine billigen Kurse. Ja?
Warum ist das so? Da wird jetzt der ein oder andere widersprechen und sagen, na klar, kann man sagen, der ist billig. Ja, natürlich. Was Sie sagen können ist, der Kurs ist billig in Bezug auf die Vergangenheit. Das heißt, wir schauen uns hier, wir nehmen ruhig mal diesen Chart hier nochmal an. Schauen Sie, wenn Sie sich diesen Markt jetzt mal anschauen hier und bis hierhin sozusagen das Ganze haben, dann können Sie jetzt sagen, der Markt, der stand schon mal richtig schön hier oben, ist jetzt wieder runtergekommen, boah, das ist jetzt natürlich ein saubilliger Markt, ne? Der stand schon mal hier oben bei über 3000, was war das gewesen, bei über 3000 US-Dollar, steht jetzt hier unten bei 2000 oder 2100, dann ist der Markt natürlich billig im Vergleich zu hier. Das ist ganz klar. Aber was wir traden, ist ja die andere Seite des Charts, also alles, was hier drüben kommt. Und das sehen wir nicht. Und wir können an der jetzigen Stelle nicht sagen, ob der Markt billig war oder ob der Markt teuer war. Ja? An dieser Stelle, ich scroll das Ganze mal noch ein Stück weiter, hoppala, ein Stück weiter rüber. Schauen Sie mal, an dieser Stelle hier oben würden Sie wahrscheinlich sagen, der Markt ist jetzt aber teuer. Wir waren ja vor einer Weile noch, da schaut man dann gerne auch viel weiter zurück, wir waren ja bei einer Weile noch bei 500 Dollar hier unten irgendwo. Jetzt stehen wir bei fast 1000 Dollar. Der Markt ist mir viel zu teuer. Ja, dass Sie sehen, also der Betrachtungsspielraum im Chart ist immer ganz was anderes. So, und wenn Sie sich das Ganze mal angucken, wo der hingelaufen ist, dann ist halt ganz einfach zu sagen, dass billig oder teuer ist, wenn man den Chart in der Historie kennt, relativ leicht zu sagen. So, das ist der Punkt. Aber wenn Sie den Chart aktuell sehen, wissen Sie ja nicht, was in der Zukunft kommt. Und aus diesem Grund ist es schwierig zu sagen, ob der Preis jetzt gerade teuer oder billig ist, wenn man sich diesen Markt mal rein von der technischen Seite her anschaut. Das heißt, den Preis, den wir hier sehen, ist der faire Preis, den es am Markt gerade gibt. Der ist nicht zu deuten, der ist halt einfach, wie er ist. Ob der billig ist oder teuer war, das werden wir in der Vergangenheit sein. Ne? An dieser Stelle können wir jetzt nicht sagen, ob der Bitcoin teuer oder billig war. Im Vergleich zur Vergangenheit ist er sehr teuer. Er ist aber noch bis wohin ist er angestiegen, das habe ich schon vergessen, bis auf knapp 20.000 angestiegen. Das heißt, bei den 16.000 war er billig. Im Vergleich zu dem Zeitraum war er teuer vorher, aber wir wissen nicht, was danach kam. Und das sind die Gründe, weshalb es keine billigen Investments gibt. Das nächste, im Handel an den Kapitalmärkten gibt es keine Sicherheit. Deswegen, die einzige Sicherheit, die Sie hier im Traden haben, ist die Arbeit mit Stops. Also das heißt, auch erfahrene Trader, die wissen ganz genau, dass sie sich an der Börse immer absichern müssen, weil sie können nie sagen, wie sich ein Trade mal entwickelt wird. Ja? Aber mit einem Stopp kann man das Risiko halbwegs kontrollieren. Es kann zwar immer mal sein, dass man durch erratische Bewegung oder durch Gaps ungünstiger ausgestoppt wird, als man eigentlich wollte, aber wenn man keinen Stopp hat, ist keine Sicherheit im Trading. Da arbeiten Sie mit einem Stopp, haben Sie halbwegs die Sicherheit, zumindest Ihr Risiko zu begrenzen. Und was danach aus Ihrem Trade wird, sobald der getriggert wurde, das kann keiner sagen. Auch der erfahrene Trader weiß sowas nicht. Er kann zwar Szenarien planen, aber er weiß nie im Leben, was aus seinem Trade wird. Das heißt, es gibt keine Sicherheit. Aus diesem Grund bitte immer mit Stops arbeiten. Und ein weiterer Fakt im Bereich des Trading ist so, dass ein Großteil der privaten Daytrader Geld verliert. Da gibt es diverse Gründe dafür, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, warum das so ist. Da gibt es wirklich Studien dafür, das wurde untersucht. Wichtig ist aber zu wissen, und das ist ein sehr, sehr interessanter Fakt, dass im Daytrading bei den privaten Tradern häufig Geld verloren wird. Wenn die dann aber mal einen Schritt zurückgehen und in den längeren Zeitraumen traden, dann werden die plötzlich erfolgreich. Und das ist auch ein Fakt, der ist, wie er ist. Und aus diesem Grund hier ein kleiner Tipp. Beginnen Sie langsam, also gerne in den größeren Zeiträumen. Sammeln Sie Erfahrung, schaffen Sie Verständnis für die Märkte, lernen Sie Ihren Broker kennen, lernen Sie die Produkte kennen, mit diesen arbeiten. Und wenn das gut funktioniert, dann können Sie das Thema erhöhen. Das ist so ähnlich wie, ich weiß nicht, ob viele von Ihnen werden wahrscheinlich schon mal Ski gefahren sein. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich mittlerweile auch recht gut Ski fahren. Aber am Anfang sind Sie die Piste nicht einfach schnell nach unten gefahren, sondern da waren Sie ganz, ganz vorsichtig, haben sich erstmal reingetestet in die ganzen Bewegungen, haben erstmal am flachen Hang angefangen, bevor Sie dann irgendwann auf der schwarzen Piste gelandet sind. Und so ist es im Trading auch. Das heißt, wenn Sie als Anfänger im Skifahren gleich auf die schwarze Piste gegangen wären, dann hätten sie sich wahrscheinlich um Kopf und Kragen gebracht. Aber sie haben langsam angefangen, haben die Technik gewonnen, haben sozusagen eine Erfahrung zugelegt und sind dann immer schneller und immer sicherer geworden. Und so ist es im Trading auch. Fangen Sie langsam an,
lernen Sie Ihren Markt kennen, wissen, wie Sie selbst reagieren, Risikomanagement muss passen, Money Management muss passen, sind ja viele verschiedene Komponenten. Und wenn das alles passt, ja, dann wird Ihnen irgendwann langweilig im Trading. Und wenn Ihnen irgendwann langweilig im Trading wird, dann können Sie sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um das Tempo zu erhöhen. Und dann können Sie die Handelsfrequenz erhöhen und sich langsam auch, wenn Sie das mögen, in Richtung Daytrading hineinarbeiten. Das mal zum Thema der Fakten rund um die, ja, Trading-Geschehnisse im Bereich vom Daytrading. Weitere Themen, gerade für Beginner, da sehen oder gerade Beginner sehen das Trading als ja eine Art Hobby an. Ein erfahrener Trader weiß allerdings, dass das Trading etwas wie ein eigenständiger Beruf ist. Das heißt hier, das Trading sollte auch als eigenständiger Beruf angesehen werden. Das heißt hier, das ist eine weitere Aufgabe, ein weiteres Tätigkeitsfeld, das gute Ausbildung braucht. Das heißt, es gibt hier einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen dem Beruf, den Sie als Angestellter durchführen und dem Beruf, den Sie im Börsensegment haben. Als Angestellter haben Sie mehr oder weniger die Garantie, dass Sie jeden Monat Ihr Gehalt auf Ihr Konto gezahlt bekommen, solange wie Ihr Arbeitsvertrag läuft. Im Börsenhandel haben Sie das nicht, da sind Sie mehr oder weniger selbstständig. Das heißt hier, Sie brauchen eine wirklich gute Ausbildung und die Ausbildung, die verschafft Sicherheit bei der Analyse der Märkte. Es schafft Sicherheit im Umgang mit den Handelsinstrumenten, mit der Technik, die Sie zum Traden brauchen, im Umgang mit Ihrem Broker. Also es gibt ja viele Dinge, die müssen wirklich sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt sein. Die Ausbildung schafft Ihnen Klarheit im Umgang mit Handelsstrategien. Es gibt Ihnen mentale Stärke im Umgang mit Verlusten. Also erfahrene Trader sind auch mental gelassen. Die wissen, es gibt auch immer mal eine Zeit, da läuft es nicht so gut. Und dann werden die halt nicht panisch und traden los, was das Zeug hält, sondern analysieren, was gerade los ist. Und dann, wenn sie den Fakt gefunden haben, der sie vom erfolgreichen Trading abhält, dann laufen die wieder intensiver ins Trading rein, sind also mental viel, viel entspannter. Der nächste Punkt, der eine Sicherheit im Bereich der Ausbildung auch angeht, ist das Thema Kapitalausstattung und auch die Arbeit mit Hebeln, Thema Risiko und Geldverwaltung. Also all diese Dinge müssen natürlich stimmen. Man kann da nicht mal einfach so losmachen und davon ausgehen, jo, ich kaufe jetzt mal und in einem halben Jahr habe ich hier 100% Gewinn gemacht. So leicht ist das Ganze leider nicht. Da gibt es viele, viele, viele Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, vorher zu beachten. Und ein ganz, ganz großer Fakt ist das Thema auch der Disziplin. Erfahrene, erfolgreiche Trader sind sehr disziplinierte Menschen, die halten das, was im Handelsplan steht, auch wirklich 1:1 an. Und die wissen auch, sie brauchen, um erfolgreich zu traden, eine körperliche und mentale Ausgeglichenheit an dieser Stelle. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass sie sich auch sehr genau kennenlernen, ein gutes Eigenbild von sich haben, um das Ganze auf ihr Trading entsprechend auch abzustimmen. Schauen wir nun mal auf den Umgang mit Nachrichten. Das ist auch etwas, da gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen den gerade Beginnern im Trading und sehr erfolgreichen Tradern. Beginner im Trading, die lesen eine Nachricht und deuten diese Nachricht und sagen, okay, der Markt muss sich jetzt so und so entwickeln. Ja, so. Heute bekommen wir Nachrichten aus sehr, sehr vielen Quellen. Ne? Wir machen die Augen auf, machen das Radio an oder das Handy an und schon bekommen wir irgendwelche Nachrichten. Und das ist einfach ein Thema, da sind diese Nachrichten oft eine Herausforderung für diejenigen, die noch nicht so viel Erfahrung im Trading haben, weil gerade im Bereich der Finanzen verfolgen die Ersteller von Nachrichten oft eigene Ziele, die wir gar nicht kennen. Das heißt, es gibt ja Banken und Analystenhäuser, Journalisten etc., da gibt es ja eine ganze Menge, die solche Nachrichten auch erstellen. Und wir wissen nicht, was die im Endeffekt im Hintergrund bewegen wollen. Was wollen die initiieren mit dieser Nachricht? Ja? Und aus diesem Grund können gerade unerfahrene Händler mit solchen Nachrichten in die Irre geführt werden. Das heißt, hier brauchen Sie ein gewisses Maß an Erfahrung. Die erfahrenen Trader haben diese Erfahrung und sie haben mit dieser Erfahrung eine Basis für den Umgang damit. Das heißt, ein kleines Argument, was man hier bringen kann, ist einfach zu sagen, okay, wir handeln jetzt nicht unbedingt vor der Nachricht, sondern wir warten, bis die Nachricht da ist.
Und sehr erfahrene Händler sagen dann, okay, ich gehe gleich nach der Nachricht rein, weil der Markt wird wahrscheinlich so und so reagieren. Diejenigen, die noch nicht zu erfahren sind, warten einfach, was der Markt macht, also wie der Markt auf diese Nachricht reagiert, auch wenn sie da mal ein paar Punkte liegen lassen. Und wenn das Ganze durch ist, dann richten sie sich als Trader nach dem Markt. Also wenn sie wissen, was der Markt macht, gehen sie einfach ganz normal in den Markt auch mit hinein. Und wenn sie dann auch im Trading sind, noch ein paar Fakten zum Thema Risiko. Ich hatte das vorhin schon etwas erwähnt. Das Risiko ist die einzig halbwegs zu kontrollierende Komponente, die wir im Trading haben. Das heißt hier, die Bitte, haben Sie von Beginn an im Trading eine strikte Risikokontrolle. Das schont nämlich Ihr Kapital, weil zum Traden brauchen Sie Kapital und wenn Sie keins mehr haben, können Sie nicht mehr traden. Das heißt, bitte nehmen Sie das Risiko an und kümmern Sie sich darum, dass jeder Trade mit Beginn abgesichert wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Und im Bereich des Risiko gibt es immer noch zu beachten, dass es zwei, sage ich mal, im Bereich vom reinen Trading zwei Risiko gibt. Es gibt einmal das allgemeine Trade-Risiko, das heißt, das ist das Marktrisiko, politische Unsicherheiten, Zinsrisiken etc. Also alles so Sachen, die wir definitiv nicht kontrollieren können. Das ist immer zu akzeptieren, damit müssen wir Händler einfach umgehen. Und das zweite ist hier, das zweite Risiko ist beim Trader zu suchen. Das sind dann individuelle Risiken, wie beispielsweise eine mentale Schwäche. Handelsdruck, immer handeln zu müssen, egal was kommt. Sie sagen sich, Sie sind Händler, Sie müssen handeln. Das führt dann zum Overtrading und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein Risiko, das im Trader liegt. Oder die Motivation auch für langweilige Arbeiten zu haben, ordentliches Research zu machen, die Ideen aufzuschreiben, ein Trading-Tagebuch zu führen. Das ist langweilig, aber das ist das Thema der Disziplin. Und wer da halt nicht dazu in der Lage ist, das ordentlich auszuführen, hat dort halt auch eine individuelle Schwäche. Die hat jetzt nichts mit dem Risiko der Märkte oder mit der Entwicklung der Märkte zu tun, sondern einfach mit der individuellen Person, die entsprechend vor dem Rechner liegt. Und damit möchte ich das Webinar hier mit dem Thema die Geheimnisse erfolgreicher Trader gern auch beschließen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit etwas weiterhelfen und wünsche Ihnen für die Zukunft ja gute Trades und einen schönen Weg in die Richtung des erfolgreichen Traders.